Hier, Leute, jetzt lassen wir mal langsam anfangen, ne? Oh Mann. Das ist hier ein Hörbeispiel von FFH, das können wir uns gerade mal anhören. 5 vor 5. Radio FFH. Nachrichten. Ich bin Nick Leifert, guten Tag. In Nordhessen stark bewölkt. 20 Grad, nordwestlich 25. Wasser. Typischer FFH-Jingle, so fangen alle Nachrichten an. Ja, die lassen das ja alles mit dem Wetter anfangen, ne? Die ganzen Nachrichten. Ja, und die Temperaturen, dadurch kann sich natürlich jeder, der dieses Ansage hört, sich mit den Orten identifizieren und weiß also genau, was er bei sich für ein Wetter hat. Technisch ist da übrigens auch noch interessant, dass am Ende dieser Musik ein sogenannter Stinger kommt. Den wollen wir uns mal eben noch. Südhessen und Rhein-Neckar-Raum wolkig 28 und Thüringen wolkig 21 Grad. Jetzt aber also gewesen. Das Ende der Sowjetunion. Ja, und diese Radiotexte von den Nachrichten, die unterscheiden sich natürlich von Zeitungstexten ganz gewaltig. Das können wir mal ausprobieren. Lies mal hier den ersten Satz bitte gerade vor. Die Annahme der EG-Friedensbeschlüsse von Brüssel aus der vergangenen Woche war in der Nacht zum Montag offenbar erst nach einer Abreisedrohung des derzeitigen EG-Ratsvorsitzenden des niederländischen Außenministers Hans van den Broek zustande gekommen. Ja, vielleicht kannst du ganz kurz wiedergeben, Martin, was da drin stand. Kann man nicht. Das ist natürlich schwer. Man muss eigentlich bei Radiomeldungen beachten, dass sie zum Beispiel nur aus einem Hauptsatz und einem Nebensatz bestehen dürfen. Das ist hier also auf gar keinen Fall möglich gewesen in der Zeitung. Da versucht man ja immer einen ganz kompakten, ausführlichen Sprachstil zu erreichen. Was auch wichtig ist, ist zum Beispiel, dass man verschiedene Wörter wiederholt und nicht dauernd unter verschiedenen Begriffen variiert. Statt Bundesrat würde man in der Zeitung vielleicht auch mal Ländergremium oder Länderkammer schreiben. Im Radio muss das dann jedes Mal wieder Bundesrat heißen. Hier ist Radio Hamburg in einer gemeinsamen Übertragung mit Radio FFN in Niedersachsen. Radio Hamburg aktuell mit Heiko Punk. Moskau, Chefspion Markus Wolf angeblich auf dem Weg nach Deutschland. Denn hier haben wir also auch wieder, das nennt sich Indikativ, so eine bekannte Anfangsmusik und hier werden sogar nachher noch die ganzen Nachrichten erstmal zusammengefasst drauf. Der ehemalige Chefspion der DDR, Markus. Und dann fängt der Sprecher also an, seine Meldungen vorzulesen. Und was hier bei Radio Hamburg interessant ist, dass jede Meldung nochmal durch einen Jingle getrennt ist. Das können wir uns also auch gleich anhören. Den Generalbundesanwalt in Karlsruhe stellen. Die übermorgen in Den Haag geplante Jugoslawien. Ja, wie ist das denn jetzt? Sonst kam ja die Werbung immer vor den Nachrichten. Und jetzt hört man ja, dass die immer so mittendrin kommt. Und wie mache ich das denn jetzt, dass sich das einfügt in das Programm, ohne dass der Hörer jetzt gestört wird und abrupt abschaltet und sagt, das höre ich nicht mehr? Ja, man kann die zum Beispiel als Werbeinsel unterbringen, dass man ein kurzes Jingle spielt. Hier ist Antenne so und so und dann kommt da so die Werbung hinten dran. Oder man kann es ganz intelligent machen. Man kann zum Beispiel ja Werbung, die was mit Verkehr zu tun haben, auch gleich nach der Verkehrsmeldung bringen. Das wollen wir uns hier mal anhören. Antenne Niedersachsen macht das immer. Jimmy Connors setzte sich gegen den Niederländer Paul Harhus durch. Das ist jetzt die letzte Meldung. Nachrichten 8 Uhr und 4 Minuten. Antenne Radiodienst. Hier ist auch interessant, dass die Verkehrsmeldungen also hier mit Musik unterlegt werden. Den der Ari anhat, den stört das dann immer. Baustelle 2 Kilometer Stau. Dieser Verkehrsbericht war ein Service der deutschen... Und hier haben wir jetzt die Werbung. Ne? Bei Kurzstreckenfahrten sollten Sie darauf achten, dass Ihr Motor nicht auf der Strecke bleibt. Shell TMO sind... Und wenn die Werbung durch ist, dann kommt halt das Jingle und das Indikativ für die nächste eine Sendung. Eine Investition in die Zukunft. Hier gleich Antenne Becker. Mit Ralf Stolzing. Viel mehr Musik. Das ist Antenne. Und schon geht das Programm also ganz normal weiter. Das ist fließender Übergang. Fließender Übergang. Da hat man überhaupt keine Pause gehört. Ja. Das ist also technisch perfekt. So. Dann will ich jetzt eben nochmal auf unsere Unterschiede zwischen einer Zeitungs- und einer Radiomeldung zurückkommen. Wir hatten ja hier diese Punkte gehabt, die müssen wir jetzt also alle mal beachten. Ich gebe mal jedem eine mehr oder weniger komplizierte Zeitungsmeldung und ihr formuliert das mal in eine Radiomeldung um. So in 3 bis 4 Sätze. Länger darf das also nicht werden, denn sonst schlafen die Hörer ja ein. Ne? Das ist ja toll. Guck mal, ich schlafe gleich bei der Arbeit an. Müsst ihr mal probieren. Also solche Sätze kann man natürlich nicht lassen, die da sind. So durchreichen. Okay, dann kürzen wir mal ein bisschen. Gar nicht so leicht. Rainer jetzt produziert, lese mal vor. Schon vorher war der Satz ja so fürchterlich. Was ist jetzt? Kann man schlecht lesen. Ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichneten die zerstrittenen jugoslawischen Länder Kroatien und Serbien.
Trotz massiven Drucks der EG gehen die Kämpfe in Jugoslawien weiter. Das Abkommen sollte eigentlich sofort Wirkung haben. Ja, und jetzt kannst du ja mal den ersten Satz vorlesen, wie schwer der ist. Oh Gott, die Annahme der EG-Friedensbeschlüsse von Brüssel aus der vergangenen Woche waren zur Nacht zum Montag offenbar erst nach der Abreisedrohung des derzeitigen EG-Ratsvorsitzenden des niederländischen Außenministers Hans van den Broek zustande gekommen. Oje. Das ist richtig. Ja, das war schon ganz in Ordnung, finde ich. Ne? So, dann wollen wir jetzt mal gucken, wie man nicht nur die Nachrichten aufschreibt, sondern wie man die auch am besten betont. Und da ist es vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, dass man die Kommata, die darin sind, einfach überliest, also über so ein Komma hinweg geht. Das kann sich dann anhören wie: die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist so hoch wie nie zuvor, seit den 30er Jahren fast 14%. Das vor diesem fast ein Komma steht, das hat jetzt ein Hörer also gar nicht mitbekommen. Wer will denn gleich bei unserem fertigen Band dann die Nachrichten sprechen? Wer hat denn da Interesse dran? Das wäre doch ein Job für mich hier. Willst du das machen? Ich habe Erfahrung. Dann versuch doch mal hier die Meldung gleich vorzulesen, die wir hier haben. Wäre ein Job für mich also. Übungstext. Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist so hoch wie nie zuvor, seit den 30er Jahren fast 14%. Und gemessen an früheren Kriterien, Ehefrau Thatcher, die 1982 frisierend ändert. Ein bisschen nervös. Ne? Das ist ja auch nur der Übungstext. Ich meine, unsere Meldungen sind natürlich besser, die wir in der Hand haben. Radio Plus aktuell. Mit Jens Hofmann. Die Schlagzeilen. Weiterhin Krieg in Jugoslawien. Werden Bundestagsabgeordnete überprüft in Sachen Stasi? Wetter weiterhin sonnig. Am Montag erkannten die USA die drei baltischen Staaten an. Die USA wollen den Staaten helfen, ließ Bush gestern von sich verlauten. Michael Gorbatschow und die Führer der 10 Unionsstaaten wollen völlig neue Staatsorgane bilden. Es soll ein Bund sowjetischer Staaten gebildet werden. Trotz massiven Drucks der EG gehen die Kämpfe in Jugoslawien weiter. Verschärfen will die EG die Sanktionen. Ob Bundestagsabgeordnete auf eine Verwicklung in Stasi-Verwürfen überprüft werden, darüber wollen Fraktionen in Bonn entscheiden. Überprüft werden sollen nicht nur die Abgeordneten der neuen Länder, sondern alle Abgeordnete. Radio Plus aktuell, das Wetter. Blauer Himmel und nacktes Geschrei ist für uns heute mal wieder in. Denn es zieht ein Tief von Skandinavien, runter. Ja, und das gibt ein wenig Sonne, ne? Gerade hier in Bemerum. Ne? Der Verkehrsservice. Heute nur sehr wenige Unfälle. Und zwar auf der A7 durch einen Unfall, Vollsperrung. Auf der A5 zähfließender Verkehr. Auf der B83 ist gesperrt wegen eines Tankerunglücks. Das waren die Verkehrsnachrichten. So, dann wollen wir jetzt mal einen richtigen Bericht machen, wie er so irgendwie in den Sendungen vorkommen kann. Manchmal werden die Berichte ja auch in den Nachrichtensendungen gemacht. Das wollen wir uns mal anhören bei FFH. Da ist das dann so ungefähr. Und der Wirtschaft nannte er dramatisch. Am Nachmittag ging es im Bundestag um. Das ist also jetzt praktisch noch die Meldung vorher und dann kommt er auf das andere Thema. Da haben wir dann den O-Ton. Jetzt spule ich mal ein Stückchen vor. Doris Müller. Da, jetzt ist es vorbei. Zur gesamtdeutschen Sozialpolitik vor. Einigkeit herrschte allerdings zwischen der SPD und Blüm in der Forderung nach einer gesetzlichen Pflegeversicherung. Aus Bonn, Doris Müller. Und dann hat man halt eben diesen bekannten Schlusssatz hinten dran. Der Rainer hat sowas jetzt mal vor mit den Stasi-Vorwürfen, das gebe ich dir gerade mal. Wollen wir mal gucken, ob wir so einen richtigen O-Ton dabei zustande kriegen. Die Bonner Fraktionen wollen in Kürze über eine Überprüfung von Bundestagsabgeordneten nach Stasi-Aktivitäten entscheiden. Rita Süssmuth sagte im Deutschlandfunk, in diesem Falle sollten alle Parlamentarier auch aus den alten Bundesländern überprüft werden. Jedoch müsste ein Weg gefunden werden, um gegenseitige Verdächtigungen auszuschließen. Andere CDU-Politiker äußerten sich ähnlich zur Lage. Rainer Aschemeyer für Radio Plus.
Warum werden heute eigentlich bei den privaten Sendern die Texte mit Musik unterspielt? Ah, ich meine, der einfachste Grund ist der, das klingt einfach gut und man kann, also Radio ist ja nur noch sowas, was man sich nebenbei anhört. Es gibt ja kaum welche, die noch richtig direkt hinhören, gerade bei diesem privaten Programm. Und dann klingt das ganz lustig, wenn zum Beispiel selbst Kurznachrichten mit Musik unterlegt werden. Das kann also so ungefähr klingen hier. Beim nächsten Ding Ding Dong ist es genau 20 vor 8. Ding Dong! Die Schlagzeile mit Robert Scheibe. Erneut jetzt kommen die ganzen Meldungen und dann wird das alles mit Musik unterlegt. Eigentlich ist das ziemlich schizophren, denn die Meldungen sind manchmal total ernst und was weiß ich, Verstümmelung in Jugoslawien und so weiter und dann diese Musik da drunter. Für die Stadt Osijek ausgehandelter Waffenstillstand wurde ebenfalls gebrochen. Und was dann ganz interessant gemacht wird, ich spule mal ein kleines Stückchen vor, dann gehen die also in das Indikativ der Sendung in einen Jingle wieder über und die sind dann meistens genauso locker und fröhlich. Von der Gaststätte kam es zu dem Schusswechsel mit der Polizei. Kurier entthronte Titelverteidiger Sampras. Das Wetter wolkig bis stark bewölkt, im Nordosten zeitweise auch sonnig, später dann vereinzelte Schauer, Höchsttemperaturen bei 18 Grad. Die nächsten Nachrichten auf der Antenne in 19 Minuten und jetzt gibt's viel Musik. Schon geht's weiter mit dem normalen Programm, wie in einem Einheitsbrei praktisch. Ja, da habe ich jetzt hier noch so ein Info liegen. Kann ja mal kurz erklären, was ein Info ist. Also das ist Teil einer Sendung, in dem Tipps und Veranstaltungen und Informationen dem Zuschauer eben rübergebracht werden, den Zuhörer natürlich. Ja, ja. Bei FFH, da gibt es ja auch diese Infos oder auch Service genannt und das wollen wir uns mal anhören, wie das bei denen da klingt. Service sicher unterwegs. Was in der Höhe schützt, kann am Boden schnell zur Belastung werden. Da haben wir also auch jetzt ein relativ ernstes Thema über Ozonbelastung und darunter liegt dann halt wieder diese penetrante Musik ein. Damit vor Hautkrebs. Tritt Ozon dagegen in größeren Mengen am Boden auf, kann es unter bestimmten Umständen bei Menschen und Tieren Schleimhautreizungen und Atemnot hervorrufen. Um das Ozonproblem in den Griff zu bekommen, muss man sich mit den Autoabgasen beschäftigen. Stickstoffdioxid und Kohlenwasserstoffe, beides in den Abgasen enthalten, sind mit ursächlich am Ozonsmog. Allerdings hat sich... Ja, und dann ist da halt permanent diese Endlosmusik drunter und hört dann, wenn der Sprecher fertig ist, mit dem Stinger auf. Ja, haben wir hier auch gleich. Da war er gewesen. Und dann geht es weiter im normalen Programm zum Beispiel. Ja. Sintflutartig überfluten neue Süßigkeiten den deutschen Markt. Durch gezielte Public Relations schaffen es die Manager der Zuckerriesen immer wieder neue Käufer für ihre Zahnkiller zu finden. Solche Werbung findet man in fast allen Medien, die dem Otto-Normalverbraucher zur Verfügung stehen. Zeitung, Fernseher, Radio, Plakate und selbst die Produkte werben für sich selber. Gestern hat sich der Deutsche Bund der Zahnärzte in Köln zu einer Konferenz getroffen, um ein generelles Werbeverbot für zahnfeindliche Lebensmittel durchzusetzen. Demnächst sollen sogar, wie schon bei Tabakwaren eingeführte Warnhinweise, den Käufer von dem Verzehr solcher Genussmittel abraten. Und damit möchte ich mich ganz herzlich verabschieden. Das war der Oldieshop bei Radio Plus. Eine wunderbar heißbeliebte Sendung. Zurück zum Schluss habe ich noch ein paar Wetterdaten. Amsterdam wolkenlos 25 Grad, Athen bewölkt 26, Berlin bewölkt 26, Rom bewölkt 27, Venedig wolkig 25, London in Wolken bei 23, aber München wolkenlos bei 23 Grad. Ja, wer fährt ins Ausland? Man bleibt in Deutschland. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt auf unser Fahrrad steigen, uns ganz herzlich verabschieden. Freue mich, dass alle so herzlich zugehört haben. Bedanke mich. Also tschüss, bis zum nächsten Mal bei Radio Plus.